Lieben, heute bin ich auf dem Technikumplatz hier in Mittweida, denn der 5. Rennbolide in der Geschichte des Technikum Mittweida Motorsports wird enthüllt. Uwe, du als technischer Leiter hast ja eine ganz besondere Funktion heute hier beim Rollout. Wie geht's dir denn? Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, ganz klar. Es ist ja immer ein aufregender Moment, ein neues Fahrzeug zu enthüllen. Und die Spannung steigt natürlich mit jeder Minute. Aber ich hoffe, dass wir natürlich eine wunderschöne Präsentation von dem Fahrzeug erleben werden. Bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge der Begeisterung, bergauf mein Antrieb und Schwung. Ich habe mir jetzt den Florian geschnappt, der wird mir jetzt gleich mal sagen, was er denn denkt, wie das Auto aussieht und wie es heißt. Ja, ach, wie soll es heißen? Gute Frage. Ich denke mal, Excalibur wäre ein guter Name und die Farbe, ja, ein gutes Schwarz-Gelb. Okay, Schwarz-Gelb. Na, mal sehen, ob Floris Wünsche sich erfüllen. Wir sind gespannt. Stefan hat den Wagen ja gerade so wunderschön reingefahren. Stefan, wie geht's dir jetzt? Ja, ich bin immer noch sehr nervös, ich bin auch sehr hibbelig. Es war sehr spannend, sehr aufregend, hier hervorzufahren. Und ich glaube, so viele Fotos auf einmal wurden noch nie von mir gemacht. Was denkst du oder was stellst du dir vor, was willst du mit Tim erreichen? Mit Tim wollen wir auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison starten. Und ich denke mal, der Einklang ist erfolgreich gelungen. Das Rollout heute ist super gelungen, hat alles perfekt geklappt und ich bin sehr stolz auf das Auto. Ich bin stolz auf die Arbeit des Teams, es haben alle sehr gut mitgearbeitet und ich denke, das kann nur erfolgreich werden. Thomas, was ist denn mit dir in Partnerschaft geplant? Ja, wir haben uns überlegt, was können wir jetzt zusammen machen? Das Auto ist gerade frisch da, es ist konstruktiv, das beste Auto denn je, wie immer. Und wie kann man es toppen? Man kann es toppen mit dem Fahrer. Neben dem guten Auto ist auch der gute Fahrer wichtig. Und das ist unsere Idee gewesen als Partnerschaft zum TMM, dass wir den Fahrer ausbilden. Ein bisschen Fahrertrainings, um eben das gute Auto mit dem guten Fahrer zu kombinieren. Hier stehe ich nun mit dem gesamten TMM-Team und den 5. Rennboliden in der Geschichte des Technikums. Stefan Henze hat ihn reingefahren, unseren Tim im blauen Designer strahlte und wir alle sind überglücklich, dass dieser Abend so schön gelungen ist.